Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, am Ende der letzten Folge sind wir mitten ins Gespräch mit ihr geraten. Und ja, da können wir jetzt fragen, steckt ihr denn hinter dem Überfall? Laut dem Apothekarius hat man Spuren von kilianischem Gift in den Leichen gefunden. Kilianisches Gift, dessen Zutaten ihr mit ein bisschen Laufburschenarbeit auch hier auf Enderal finden konntet. Also nein, wir haben nichts mit diesem Überfall zu tun. Und mal im Ernst, wenn ihr jemanden heimtückisch ermordet, würdet ihr mit dessen Blut euren Namen an die Wände malen? Ich glaube nicht. Dass Groschenfürst das überhaupt in Betracht zieht, zeigt nur, wie zerfressen er von seinen eigenen Vorurteilen uns gegenüber ist. Stimmt, da hat sie recht. Aber wollt ihr dann den Skarabäus einfach selber finden und dann wieder davon segeln? Vereinfacht gesagt. Aber es gibt etwas anderes, das die Situation noch einmal grundlegend verändert. Bevor ich euch das jedoch sage, will ich eure Zusage, dass ihr mir und damit dem Zuckerinselbund helfen werdet. Ihr verlangt von mir, die Sichel zu verraten. Ist euch das klar? Ihr würdet niemanden verraten. Ihr seid einer der wenigen Menschen mit so etwas wie einem Ehrgefühl in diesem verdammten Land. Und glaubt mir, mir zu helfen ist das einzig Richtige. Bitte, ihr müsst mir einfach nur vertrauen. Sobald ihr mir euer Versprechen gegeben habt, erzähle ich euch alles. Und was würde dabei für mich rausspringen? Ihr denkt geschäftlich, das gefällt mir. Wir werden euch besser als die Sichel entlohnen. Und glaubt mir, wenn wir diesen Knoten erstmal zerschlagen haben, wird es nicht zu eurem Verdruss sein. Und was würde das für mich bedeuten? Das würde zweierlei bedeuten. Erstens, ihr haltet Groschenfürst hin und ignoriert seine Aufrufe, was als Protektor euer gutes Recht ist. Und zweitens, wir beide arbeiten fortan zusammen. Auf allen Ebenen. Ich kann jetzt nur, das könnt ihr vergessen, ich werde Mael im Groschenfürst nicht in den Rücken fallen. Meine Loyalität gehört der Sichel. Ich mag die von der Sichel irgendwie nicht. Na gut. Zuerst einmal will ich, dass ihr versteht. Wir haben einen Informanten in der Goldenen Sichel, der behauptet, dass Mael Groschenfürst den Überfall inszeniert hat. Sein Plan ist es, ihn uns in die Schuhe zu schieben und sowohl den Skarabäus als auch das Geld einzubehalten. Und wieso sollte er das? Warum? Weil er, wie ihr zweifelsohne mitbekommen habt, jeden Kilianer dieser Welt hasst. Ganz egal, was er tut. Wir sind gieriger Abschaum alle zusammen. Und dass meine Vorvorvorväter durch ein Missgeschick das Idol Morales verloren haben, ist göttliche Gerechtigkeit. Oder wer auch immer er es nennen mag. Ich glaube, das ist Grund genug. Meint ihr nicht auch? Ich weiß es nicht. Er ist ein schwieriger Kerl, aber das kann ich mir nun wirklich vorstellen. Er ist auf jeden Fall schwierig, aber... Boah, ich habe schon zu lange nichts mehr mit den beiden zu tun gehabt, so... Das wird sich zeigen. Und ein Informant? Ja. Wir kennen seinen Namen nicht, aber er weiß zu viel, um einfach nur ein Außenseiter zu sein. Also unterstellt ihr Groschenfürst dasselbe, was er euch unterstellt? Verstehe ich das richtig? So ungefähr. Aber der Informant hat uns noch mehr gesagt. Es gibt eine kleine Höhle in der Nähe des Hafens, in der sich die Söldner, die ihr während des Überfalls bekämpft habt, verstecken sollen. Ich will, dass ihr ihr Lager durchsucht und Material findet, das Groschenfürsts Rolle in dieser Sache belegt. Ihr meint, diese beiden erstarrten? Das könnte gefährlich werden. Richtig, das könnte es. Aber ich habe gehört, dass ihr die Erstarrten schon einmal alleine in die Flucht geschlagen habt. Und diesmal habt ihr wieder die Überraschung auf eurer Seite. Niemand wird euch erwarten. Okay, na schön, dann sehe ich mir diese Höhle mal an. Gut, hier ist eine Karte, auf der das Versteck markiert ist. Ihr könnt mich hier treffen, wenn ihr etwas gefunden habt. Und danke. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Sagen wir es so, ich könnte euch sowieso nur schweren Gefallen abschlagen. Können wir mit ihr flirten? Ist das Flirten? Schöne Worte in schweren Zeiten. Vielleicht haben wir ja, wenn all das vorbei ist, mal die Gelegenheit, uns etwas besser kennenzulernen. Mal gucken, aber ich wollte jetzt zum Heder. Ich bin eigentlich wegen was anderem auf der Suche. Ich habe etwas gefunden. Habt ihr das? Na, dann zeigt mal her. Hat er die Schlechter von Ark bekommen von mir?
da ruht der schwarze Wächter. Weichen wir von unseren Pfaden ab. Ich glaube nicht. Sichere Straßen. Ewige Dunkelheit. Hallo. Apropos, aber wir müssten jetzt hier in unseren Schatten. Mythen und Legenden. Der letzte Stein. Spät in der Nacht. Lass mich vorbei. So, wir müssen jetzt aber mit Dings reden. Der müsste jetzt eigentlich schon da sein, oder? Oder nicht? Ein Tag warten und Tarael Zeit geben, Vorbereitung zu treffen. Um die Radata von meinen Fähigkeiten als Söldner zu besorgen, muss ich ihnen die verlorenen Seiten des Schlechters bringen. Die Welt war nicht jung. Finde ich die restlichen Bücher vom Schlechter vom Arg? Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Oder warte mal, wir haben auch andere Sachen. Die vergessene Heimat. Justin im Labor des Chronikums. Kümmer bringen, wer die Hauptquest, die verlorenen Fragmente in den Sockel einsetzen. Da fehlen uns noch ein paar Fragmente. 3 von 9. Manfreds Vermächtnis. Aurora einen Trank der kosmischen Winde brauen, eine neue Haustür für Aurora beschaffen und montieren. Die Spuren, die wir hinterlassen, das Wrack der Morgen. Ach komm, wir machen das hier jetzt endlich mal. Na, das führt in den Hafen, da kommen wir nicht durch. Wir müssen einen anderen Weg finden, rauszukommen. Hier, Herzland. Dann gehen wir endlich mal wieder in den Westen, in Richtung der Berge. Und können dann für die eine Dame, die da im... bei der einen Taverne da wartet, auch mal ihre Quest erfüllen. Ich warte da auch schon Ewigkeiten, dass wir mal vorankommen. Madame. Monsieur. Warte ihr? Mal. Wie könnt ihr es wagen, hier zurückzukommen? Besessene? Ihr? Wie könnt ihr es wagen, hier zurückzukommen? Dankeschön. Was ist mit der? Also, ja, die war besessen, aber... Warum war die auf einmal hier? Ich war jetzt überrascht. Komm, auf Eselchen, wir reiten mal dahin. Wir haben schon Ewigkeiten nicht mehr geritten. Dum, 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 dum. Ich mag Musik. Ich hätte nicht gedacht, der Zauberer auf so Straße zu treffen. Hier war doch auch jemand, der Vogeleier haben wollte. Wo ist er denn? War er nicht hier? Wo ist der Typ, der die Vogeleier haben wollte? Oder ist die Quest jetzt fehlgeschlagen, weil ich einfach zu lange gebraucht habe? Ach, da kommt bestimmt irgendwann nochmal wieder. Okay, Wölfe gibt's wieder. Wir haben auch Kopfkissen.
Geld der Geheimnis aus der Büchse. Alle Bände des Schlechters von Ark lesen. Dabei handelt es sich um eine Autobiografie des Seelenmörders Jael Gerberson. Ich sollte meine Augen nach den restlichen Bänden offen halten. Laut dem Bibliothekar Marius aus Ark soll es insgesamt 10 Bände geben. Hier will Magier Bertus den Schlitzer zur Strecke bringen. Und dann mit dem Wünschelbrunnen im Goldenforst dein Herz zurückbringen. Den Wünschelbrunnen in der Pulverwüste dein Herz zurückbringen. Wünschelbrunnen am Tiefgrab dein Herz zurückbringen. Und den Wünschelbrunnen an der Sonnenküste dein Herz zurückbringen. Alle Wünschelbrunnen finden und ihnen ihre verlorenen Herzen zurückbringen. Welche verlorenen Herzen sind denn das? Ein kyrillisches Artefakt in Alt-Dolesh finden, Alt-Ashkaman und Mishkamur. Habe ich die schon? Sind das diese Dämonenherzen vielleicht? Davon haben wir, glaube ich, 4, oder? Boah, das wäre cool, wenn da jetzt so aus dem Wünschelbrunnen dann wirklich so ein Dämon rauskäme und man von jedem irgendwie jeweils eine Daedra-Rüstung. Okay, da sind dann wahrscheinlich die Verlorenen auch wieder da. Gehe ich mal von aus. Wenn der Bär hier wieder da ist. Ja. Hier waren wir wahrscheinlich sehr lange nicht mehr da gewesen, unterwegs. Dass die alle wieder gespawnt sind. Da ist noch ein Bär. Immer ein Schwarzbär, aber der ist braun. Oh, noch einer. Alter. Erschreckt mich nicht. Was fällt denen ein, mich einfach zu erschrecken? Frechheit. So. Jetzt ist aber die Frage, wo kriege ich jetzt die restlichen Bücher vom Schlechter von Ark wieder zurück, die mir fehlen? Also die ich wieder die verkauft hatte. Ich war jetzt so doof und habe die wirklich verkauft, anstatt zu sammeln, zu lagern. So, Schneefels, genau, da wollten wir hin. Zur Schneefels-Taverne. Na, ihr? Ach, da hinten. So. Vielleicht sind auch die Bücher vom Schlechter vom Ark auch irgendwo wieder neu gespawnt, dann müssen wir die wieder suchen. Dann können wir die nochmal irgendwie anders finden. Schon, das wird heute gar nichts mehr. Okay, der steckt da fest. Dafür bist du brennen, das schwöre ich dir. Nö, ich nicht. So, aber der ist ein
Ein Eterna. Sind alle hier wieder neu gespawnt? Warte mal. Da hinten ist noch eine Burg. Gibt es noch einen Weg dahin? Da waren wir noch gar nicht, oder? Wie habe ich den jetzt übersehen? Na du? Süß. Myraden sind doch schon süß. Da hinten ist wirklich noch eine Burg. Oder eine Festung, Turm, irgendwie sowas in der Richtung. Hier spawnt nichts nochmal neu. Achso. Ich dachte schon, was kommt da jetzt nicht zu? Das da oben, ne? Aber waren wir da nicht sogar schon mal? Noch eine Eispranke. Perfekt. So. Ah ja, doch. Wir waren da, aber haben den Ort irgendwie nicht markieren können. Was ist das hier unten? Hier waren wir noch nicht. Hier sind aber verloren, ne? Alte Dampfwacht entdeckt. Ah, das hier unten. So. Hier ist noch ein Verdächtiger. Linkshaufen. Seelenstein, Diebshandschuhe. So, 14. Was haben wir da? So, was ist das für ein Blatt? Muss hier raus. Okay, nochmal Ambrosia nehmen. Okay, da sind die Wölfe. Ja. Gibt's hier irgendwie wieder eine Straße irgendwo? Autsch. Okay, hier sind, Runenschild.
Ich will an den Rucksack. Da war es ganz kurz. So. Und nochmal was voran. Eine Breze gönnen wir uns jetzt mal. Jetzt kurz überlegen. In diese Richtung. Gibt es hier irgendwas? An der Straße? Da hinten sehe ich, glaube ich, eine Eispranke. Kann das sein? Warte mal. Vielleicht einmal speichern. Hier ist eine Straße, die nicht angezeigt wird. Was ist das denn für ein Turm? Wo bin ich hier? Okay, anscheinend kommt man da nicht rein. Was ist das? Ah! Festung, genau, Festung Nebelwacht. Ich glaube, wir sind hier mal verfrüht abgehauen. Aus irgendwelchen Gründen. Und da haben wir noch einen. Nebelwacht. Hatten wir das hier schon mal abgeschlossen? Öffne Nebelwacht. Ich glaube, wir waren hier noch nicht drin, also noch hier richtig drin, oder? Doch, hier waren wir schon mal. Das haben wir abgeschlossen. Ja. Gut, dann brauchen wir hier nicht noch mal was machen. Okay. Dann heißt es jetzt für uns den Weg wieder zurück Richtung Flüsterwald, Richtung Westen und dann zur Schneefelstaverne. Das war aber auch schon so lange her. Ich habe total vergessen, was hier war, was wir hier gemacht hatten. Ist das auch ein Weg? Da sind auf jeden Fall ein paar Wölfe, aber die lassen wir jetzt mal. Ich muss jetzt erstmal... Ach so, ist doch dahin des Westen. Okay. Tarail in seinem Versteck in der Hauptkaverne treffen. Ach so. Die Zeit ist verstrichen. Ja, ich habe jetzt eine andere Aufgabe. Tarail muss jetzt warten. Ich muss auf ihn warten, jetzt darf er auf mich warten. Da ist ein Haus. Was ist denn für ein Haus? Und die ist nicht mal markiert. Hätte ich von nachher was angegriffen? Ne. Kann man da rein?
Ja, eine Entropiste natürlich. Wenn die mit dem Mist ankommt und uns so wegläuft, schieße ich die lieber ab. Dann müsste ich hier auch noch ein Band vom Versteck. Ein Band vom Schlechter vom Ark geben. Friedenskraut. Da bist du. Wo du mal Schatten kannst. Gabst du dich auch ein Kopfgeld? Das hat das Nemesis gewandt. Oh, die sieht auch cool aus. Fäuste des Nordens. Das ist ein bisschen was wert. Ach, egal. Sehen wir uns hier mal um. Ich glaube, für ihn gab es auch irgendwann Kopfgeld. Okay, falsche Richtung. Natürlich, hier ist irgendwo wieder so ein blau. Das Zeug ist das blaue hier auf dem Boden auch noch. Wenn der Boden mit so einer Scheiße auch noch bemalt ist oder befleckt, kriegt man das auch noch. Ach nee, jetzt habe ich ein verbranntes Buch mitgenommen. So, Manfreds Borsten. Wer ist Manfred nochmal? Stab der Seelenfalle? Ist ein bisschen was wert. Kommt man da hin? Komm, ich muss da wieder hoch. Ich muss da irgendwie dahin. Es gibt aber keinen anderen Weg außer hier rüber. Ja. Ja, ja. Was habe ich dann mitgenommen? Einen Trank, keine Ahnung. Aber okay, wir haben von einem mit potenziellem Kopfgeld sein Versteck gefunden. Einen Entropisten. So, gehen wir wieder zurück. Und wir müssen demnächst Ambrosia einkaufen. Weil ich glaube, wir werden nicht mehr so viele Ambrosia-Flaschen finden. Okay, ist das automatisch gespeichert, dann brauche ich nicht mehr speichern. Den habe ich jetzt nicht gesehen.
Da sind noch welche. Name, Kleiner? Und da ist noch einer. So, eben was futtern. Wo haben wir Essen? Hier. Komm, machen wir das hier. Ein Dattelkuchen. Ah, natürlich müssen die jetzt auch noch kommen. Bleib liegen. Da hinten war ein Wolf. So, wie weit muss ich jetzt noch nach Norden? Der Wald ist aber auch schon gruselig. Die Arps. Was sind die eigentlich für ein Volk hier? Autsch. Na, aber ernsthaft, was sollen die denn für ein Volk darstellen? Runenbogen und alter Runenpfeil. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht noch angegriffen. Entschuldigung. Doch, da sind noch mal ein paar Arps. Aber die sind ja jetzt nicht mehr so schwer. Die waren mal schwer. Schon sagen, pack die Waffe wieder ein. Da waren einfach mal 4 Groschen, die ich irgendwann mal übersehen hatte. So, jetzt kurz überlegen. Okay, wir müssen noch weiter dahin und dann müsste da gleich eine natürliche Brücke sein. Stimmt, wir hätten auch den Myraden nehmen sollen können. Ich bin zu früh abgebogen. Wir müssen den da erstmal kaputt hauen, vermutlich. Ist das ein Besessener? Ist das ein Besessener? Sterben! Ja. Wir müssen alle sterben! So, hier ist der Weg zur Brücke, oder? An den beiden vorbei. War das der? Ja, das ist der Weg. Das ist die Brücke.
Noch ein Besessener. Ne, eine Vagabunde. Warte, was hatte die jetzt für... Achso, Eisenhand. Die sahen ihm gerade kurz besonders aus. Daneben. Warte, sind das Eisgeister? Ich hab einen Pfeil im Auge. So, blauer Quarz. Stahlpfeil nehmen mit. Das sind Eisgeister, die auf uns warten. Oder sind das Anomalien? Mächtiges Irrlicht. Okay. Da war ja was mit denen. War hier nicht noch einer? Anscheinend nicht. Ach, jetzt ein Hirsch. Boah, was ein Mistwetter hier jetzt gerade ist. Ich finde die Braunbären und Schwarzbären in Oblivion deutlich schlimmer als hier. Die in Oblivion, die können einfach mal 12.000 Mal hintereinander einen schweren Schlag ausführen, dass man selber irgendwie nicht mehr zum Schlag rauskommt. Ach hier, die Banditen sind auch wieder da. Nur ein. Geh mir nicht auf den Sack. So, mehr hat sie nicht. Lebensenergie. Skaragdstiefel, aber okay, nicht Set der Skaragd. Ernten Hallimasch? Achso, die Pilze davor. So, er hat was abbekommen. Hat aber jetzt nichts, was wir brauchen. Und da wären wir wieder bei der Schneefest-Taverne. So, und hier dann mal schauen. Wir waren hier den ganzen Weg noch nicht. Den Mydra-Turm an Düstertal haben wir noch nicht entdeckt. Den ganzen... Doch, wir waren hier den... Aber hier sind wir nicht in die Gebirge abgebogen und hier auch nicht. Also bis zum Kristallwald waren wir schon. Wir gehen in Richtung Kristallwald. Wir müssen auch in diese Richtung für die eine Quest. Und ich hoffe... Ah, da ist die Windwurz. Und ich hoffe, dieses Mal sind wir auch in der Lage, gegen alle anzukommen. So, ich bin bereit. Boah, ich muss aber auch ehrlich sagen, das sieht einfach so schön aus. Schneit und dann noch diese Kristalle. Machen aber auch nichts, ne? Da waren wir ja schon. Da ist irgendwie ein Lager. Banditenlager gehe ich mal vor. Ich hoffe, das ist ein Banditenlager.
Okay, und da oben ist ein Geist. Irrlicht, mächtiges Irrlicht. So, da sind die Eisgeist-Dinger. Ach, Kristallgeist. Die sind aber auch echt hart. Okay, den ersten Hammer, wo ist der andere? Da. Den haben wir. Vielleicht einmal kurz speichern. Ja. Ich gehe nicht zu weit in die Richtung, weil da ist bestimmt noch ein Elementar. Ja. Vielleicht das hier nochmal? Ja. Einfach ein bisschen mischen, was wir haben an Waffen. So, und da vorne müsste gleich der nächste. Drei von den Viechern. Okay. Ich glaube, das wird schwieriger zu überleben. Vier von denen. Ah, hier wird schon eine Herausforderung. Aber ich versuche es, ich riskiere es. Ja, es müssten ausgerechnet alle vier jetzt aufmerksam sein. Obwohl, ne, die haben es rausgeschafft. Bewegen sich aber auch jetzt zu schnell. Ach, okay, wir haben nur einen besiegt. Aufhören zu verstecken. Alter, die bewegen sich aber auch echt beschissen. Hab ich den jetzt? Den habe ich jetzt auch. Okay, jetzt ist nur noch der da. Okay, alle besiegt. Wir gönnen uns einen Dattelkuchen. Und speichern. Speichern, weil überlebt. Okay, da werden jetzt blaue Kristalle. Blitzkutter Rang 2. Okay, gleich da vorne gibt es einen Weg, das nach dahin führt. Ja, das ist der Weg. Ah, natürlich muss so einer jetzt da sein. Hab ich ihn erwischt? Kristall Elementar. Ugh!
Okay, der hat nichts. Gehen wir erst in diese Richtung? Goldschüssel? 25. Das war alles nur 25 Gold, ernsthaft? Eterner Großschwert. Ich nehme die Dietriche. Und wir destroyen Feinde, 30 Stück. Okay, nice. Da sehe ich Eiswölfe. Und noch ein Kristallelementar. Das hört sich so an, als würde es richtig wehtun, mit so einem Ding eins über die Rübe zu bekommen. Wir mal gucken, wie stark ist er hier? Hi! 4 Hauer? Elfenbein und 4 Hauerfleisch. Unser erster Mammut erlegt. Ist das ein Kristallelementar? Ja. Na komm, mein Großer. Ein bisschen weg von dem blauen Stein. Natürlich muss der andere jetzt auch noch dazu kommen. Autsch. Ja, übertreib jetzt. Ein Rüderchen habe ich jetzt erledigt. Ja, jetzt übertreibt nicht. Mit der einen Attacke. Okay, der will jetzt die Flucht ergreifen. So, und was ist das eigentlich für eine Festung? Vielleicht nochmal kurz speichern. Wenn wir das bis hierhin überlebt haben. Wird das noch relevant sein, hierher zu kommen? Oder ist das nur so zum Erkunden? Alt Hartulis? Ah, die Neremesen, natürlich, die müssten hier sein. Neugier, wenn ich mich als Neremese verkleiden will. Ja.
Okay, da sind noch mehr. Kommen wir hier gerade nicht hoch? Warum? So, ich hoffe, ich kann... Ja. Und jetzt muss eh wieder was futtern. Eisplanke und Krustenbrot. Ein einziges Mal in der Geschichte hättet ihr euch für Frieden anstatt Krieg entscheiden können. Aber was habe ich erwartet? Ich hoffe, die findet mich hier nicht. Ja. Ich hoffe, die ist nicht in der Lage, mich jetzt zu finden. Weil ich muss jetzt ein bisschen Leben aufladen. Nächstes Mal entwischst du mir nicht. Nächstes Mal entwischst du mir nicht. Nächstes Mal entwischst du mir nicht. So, wo ist die jetzt? Okay. Leben reicht jetzt aus. Erledigt. So, ich hoffe, es gibt keine Neremesen jetzt hier, die Probleme machen. Da geht's rein. Ach nee, noch mehr von diesen Kristallgeistern. Was haben die Neremesen hier vorgehabt? In Alt-Polatis. Hieß doch so, oder? Polatis? Hatholis. Gehen wir rein? Komm, wir gehen nochmal rein. Deine Zeit kommt noch. Okay, da sind wir. Ja, könnt ihr auch mal was anderes? Können nur das Gleiche sagen, glaube ich, oder? Ein einziges Mal in der Geschichte hättet ihr euch für Frieden anstatt Krieg entscheiden können. Aber was habe ich erwartet? Wieso steckt ihr da eigentlich fest? Ah, jetzt kann ich ein bisschen hoch. Kollisionsdinger wurden ein bisschen fehlerhaft wahrscheinlich platziert. Harnisch des Ordenshüters. Hüterbruchschwert. Hat er irgendwas?
Gibt's hier irgendwas? Nope. Da geht's nur halt raus. So, Güter. Der hat nichts. Okay, wir kommen aber selber hoch. Okay, sie kam nur gerade aus irgendwelchen Gründen nicht hoch. Durchsuchen Würste. Eterne Handschuhe. Zauberbuch Lebensabsorption Rang 4. Eterne Pfeile. Okay, machen wir so. Neues Gericht, neuer Trank hergestellt. Und wir regenerieren gerade kein Leben. Aber komm, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.